Servus und herzlich willkommen hier zur nächsten Champions League Party und zwar im Halbfinale gegen den FC Barcelona, das Rückspiel der Champions League. Und heute habe ich mal ein bisschen eine andere Mannschaft am Start, weil ich habe da ein paar Verletzte. Meine zwei Stürmer sind beide verletzt. Pedersen, der war insgesamt 2 Monate verletzt, ist jetzt auch 4 Wochen verletzt, also insgesamt 1 Monat ungefähr. Und Kleindienst hat sich jetzt im letztes Spiel gegen Barcelona für 3 Monate quasi verletzt, gebrochener Knöchel oder so irgendwas. In der Hintermannschaft hat sich jetzt nicht mehr ganz so viel getan. Ich habe jetzt Tama auf die rechte in der Verteidigerposition und Kempf auf die linke. Und Gaudino spielt jetzt für Grifo, da Grifo jetzt halt vorne spielt. Der war auch verletzt bis jetzt, bis zum letzten Spiel. Der hatte auch was, also meine komplette Offensive war nicht gelähmt. Und ich habe trotzdem das Hinspiel gegen den FC Barcelona mit 1:0 gewonnen. Hier seht ihr die wichtigste Ausschnitte. Ich habe das nämlich auch aufgenommen. Die erste Chance für den FC Barcelona in der 3. Minute. Coutinho in die Mitte, doch Kempf klärt vor dem heranstürmenden Neymar. Die erste Annäherung des SC Freiburg. Christian Günther in den Lauf von Tim Kleindienst, der jedoch vertribbelt sich im Duell gegen Javier Mascherano. 16. Minute, Neymar auf Coutinho, der Ball war aber zu lang. Wir schreiben die 26. Minute, Hedenstadt auf Tim Kleindienst und was macht er? Er schießt das 1:0 für den SC Freiburg in der 26. Minute, wundervoll in den Winkel abgeschlossen. Hier hat man es nochmal kurz gesehen, 63% Ballbesitz für den FC Barcelona, jedoch kein Tor und keine Schüsse aufs Tor. Jetzt wird es dann bitter für den SC Freiburg. Erst hier die Doppelchance für den FC Barcelona, die beide verschenkt wurden. Jetzt nochmal Iniesta, der war knapp drüber und in dem Duell hat sich Kleindienst hier gegen Dani Alves verletzt. Knöchelbruch, 3 Monate Ausfall, damit sind beide Stürmer von mir verletzt. In der 74. Minute 2 Ecken, einmal hier die erste durch Messi in den Strafraum rein. Hummels verlängert, doch Tah klärt zur weiteren Ecke, die ausgeführt wird von Ivan Rakitic. Die wird jetzt aber brandgefährlich, weil keiner in der Mitte an den Ball kommt und Neymar ganz hinten einschussbereit steht, der jedoch aber auch nicht an den Ball rankommt. Und letztendlich wird der Ball wieder geklärt. Dann die letzte Chance für den FC Barcelona. Mascherano auf Jordi Alba. Dieser Ball geht aber über die Latte. Dann sogar noch eine Chance für den SC Freiburg. Dembélé alleine durch. Nur noch gegen Bravo. Doch er ist ein bisschen zu langsam. Muss dann reinziehen in den Strafraum. Und zieht den Ball leicht übers Tor drüber. Jetzt haben wir die wunderbare Chance, ins Champions League Finale einzuziehen mit einem Unentschieden zu Hause oder einem Sieg. Das wäre natürlich perfekt. So, und ja, also da hat Grifo jetzt noch nicht mitgespielt. Da habe ich ihn noch draußen gelassen. Also er hätte prinzipiell spielen können. Er war wieder fit, aber er hatte halt immer noch das Risiko, dass ich, wenn ich ihn spielen lasse, er sich nochmal verletzen könnte. So, und jetzt muss ich halt nochmal die Rolle ändern, weil der Elfmeter, die schießt wieder Junuzovic und der Kapitän wird wieder nach Mucha verlegt, so, weil der auch verletzt war. Also es war echt, ich habe ein richtiges Verletzungspech gerade und deswegen muss ich gucken, dass ich mir in der Sommerpause eine neue Sturmspitze hole, also eine neue Offensivkraft und eventuell noch ein neuer Abwehrspieler, also so rechte Abwehr, so für Mucha und so, weil Mucha hört jetzt wahrscheinlich bald auf. Also ich glaube, der ist jetzt gar nicht mehr so jung. Der dürfte, wie lange ist denn der? Wie alt ist der? Sieht man das hier irgendwo? Alter, 34. Also der wird nicht mehr lang machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat auch minus 1 schon, obwohl er nicht immer spielt. Seht ihr das mal? Hier vom Gut, Joshua Kimmich, der hat plus 3. Grifo ist eben gerade schlecht, weil er nicht gespielt hat die letzte Zeit. Und
Okay, Kyblasch okay, weil ich den letzte Zeit auch wieder spielen lassen habe. Und da frage ich mich immer noch, warum der glücklich ist. Der spielt bei mir nie. Ich habe den bis jetzt noch nicht einmal spielen lassen. Und er spielt einfach, ist einfach glücklich im Verein. Ja, so soll es sein. Also, wie ich sage, gehen wir es an. Geht der FC Barcelona mit unserer Champions League Trikots. So, und die haben nur zwei Trikots. Ich weiß nicht warum. Ich keine Ahnung, die habe zwei klassische und die habe ich noch nicht freigeschaltet. Deswegen spiele sie in ihren orangen Trikots. Und ich bin echt mal gespannt. Im Hinspiel, das Hinspiel ging eben 1-0 aus durch einfach eine lucky Situation mal wieder. Also es hätte 2-0 ausgehen können, ihr habt es ja gesehen, aber ich glaube, Demme war es, der hat es da nicht so gut gemacht am Ende, durch den Konter halt. Aber den muss halt auch erstmal verwandeln. Also gut, probieren wir es halt. Jetzt im heimischen Stadion, gestern war es ja, gestern war es im Camp Nou, heute ist daheim im Schwarzwaldstadion, mit der Ivy Lane, wie sie hier in FIFA heißt. Oh, Junuzovic, krass. Jetzt müsste jemand mitkommen, perfekt. Abrashi kommt mit und Grifo läuft. Grifo jetzt gerade wieder außen. Das meine ich mit aushebeln. Du hast den einfach ausgehebelt, den ausgehebelt und Grifo. Dann muss er eigentlich sitzen, aber ich meine, er war jetzt verletzt 4-5 Wochen. Kann man das eigentlich noch verstehen. Das ist Coutinho. Ah ja, so heißt er. Genau. Und das hätte können der Anschlusstreffer sein. Also nicht der Anschlusstreffer, sondern der Ausgleich im Prinzip. Oh. Also ich darf hier ja nichts anbrennen lassen hier. Also wenn hier der Ausgleich fällt, im Prinzip... Was war das, Alter? Wo geht der Ball hin? Oh, Jonathan Tah, Junge, du bist mein Held gerade. Du bist echt... Ich mach schon eine Wahnsinnspartie. Oh, Amir Abrashi. Wahnsinnsding. Und das meine ich gerade. Meine Spieler sind gerade Weitschussexperte des Todes. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es euch nicht erklären. Wahnsinn. 1-0 für den SC Freiburg. In der... Ich weiß gar nicht, welche Minute es war, aber so ein Schuss, so ein Strahl durch Amir Abrashi. Wahnsinniges Ding. 70. Minute war es. Ich würde sagen, wir wechseln. Gaudino geht raus, der hat ein ordentliches Spiel gemacht. Hufnagel kommt jetzt mal. Dann geht Philipp raus, Hedestadt kommt. Ich spiele jetzt mal ein bisschen offensivere Rolle. Der kann das auch. Und Demme kommt für Kimmich. So machen wir das. Das ist jetzt schon 84. Und es müsste einfach ins Finale reichen. Ins Champions League Finale. Ich weiß nicht gegen wen. Das Spiel wird auf jeden Fall aufgenommen. Das wird auf jeden Fall nächste Woche kommen. Und was ist hier los? Was ist hier los? Vincenzo Grifo, der trifft gerade, wie er will, egal ob er verletzt ist, egal ob er wieder spielt. Der trifft einfach, er trifft. Und was ein Weitschuss. Schon wieder von der Strafraumkante, ich sag's einfach. Wir haben gerade Weitschuss-Spezialist in unserem Team. Ein Wahnsinnsding. Richtig geil. Gut, den Ball braucht man sich angucken, das ist so ein schwuler EA-Ball, weil die keine Rechte von der Champions League haben. Da haben sie so einen ähnlichen Ball nachgemacht, aber der sieht halt echt scheiße aus. Krasses Ding, krasse Geschichte hier. Wir gewinnen 2-0 gegen den FC Barcelona. Das ist einfach der heide Wahnsinn, ey. Besser geht's echt nicht, besser geht's einfach nicht. Ich bin gerade richtig geflasht irgendwie, ich bin gerade wahnsinnig geflasht, dass man so einfach... die gewonnen habe. Die habe kaum eine Torschance gehabt. Im Hinspiel war es viel mehr. Die hatte zwei Schüsse aufs Tor. Mir hatte fünf. Und bei ist jetzt zwar auch nicht so extrem. Im Hinspiel war es 65%. Das habe ich nicht aufgenommen am Schluss. Aber das war 65%. Grifo hat eine 9,7 Bewertung in seinem ersten Spiel nach der Verletzung. Einfach nur Wahnsinn. Und im Spiel sogar echt gegen Bayern. Tatsache. Tatsache. Das nächste Spiel wird das Champions League Finale gegen Bayern München sein. Krass.
Ich hab gedacht, die sind rausgeflogen, aber dann war das wohl doch ein Versehen. Und da seht ihr, wie viel Preisgeld. 7 Millionen. Und hier können wir schon mal fürs nächste Spiel. Da loben wir natürlich unsere Jungs, weil. Was los, Digga? 2-0. Geh Barcelona. Dann würde ich hier an der Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns nächste Woche beim Champions League Finale gegen den FC Bayern München. Hier wieder auf dem Kanal um 8 Uhr oder so. Halt Mittwochabend zur gewohnten Zeit hier auf Danilo. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.